Ja, bonjour, Madame et Monsieur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gunnars Kochshow. Heute sind wir direkt hier am See, hier mit ein wenig Urlaubsfeeling, und wir wollen euch ein original französisches Petit Déjeuner präsentieren. Ja, liebe Freunde, seit über einem Jahr gibt es jetzt Gunnars Kochshow. Und wir haben in dem einen Jahr wirklich viel erlebt. Ja, ihr erinnert euch sicher noch. Wir waren zum Beispiel bei DJ Ratte auf der Fuchsfarm und haben dort nachts die Füchse besucht beim Grillen. Ja, oder wir waren auch unterwegs im Brandenburger Land, im Umland. Da gibt es ja diesen neuen BER-Flughafen, der da so lange gedauert hat, bis der fertig war. Ihr wisst schon, wen ich meine. Haben uns das da mal ein bisschen angeguckt näher, haben wir auch wunderbare Folgen gedreht. Ja, und natürlich ein ganz besonderes Highlight war Gunnar kommt zu dir nach Hause. Ja, da sind wir durch die Weltgeschichte gereist. Unter anderem waren wir bei Benny in Jena, haben für Benny und seine Freunde ein wunderbares Menü kreiert und auf den Tisch gezaubert. Und es hat natürlich auch noch gut geschmeckt. Ja, und auch ganz besonderes Geheimnis möchte ich euch jetzt noch verraten, liebe Freunde. Ihr erinnert euch ja sicherlich an die erste Folge. Kohlroulade mit Süßkartoffeln. Ja, das war ja die berühmte Nummer 1. Ja, wir haben diese Kohlroulade mit einer Original-Süßkartoffel zubereitet. Aber weil viele Fragen von euch kamen, man kann diese Kohlroulade aus der Dose auch mit deutschen Salzkartoffeln zubereiten. Das funktioniert auch. Das schmeckt auch, liebe Freunde. Könnt ihr gerne alles ausprobieren und nachkochen. Und natürlich freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns eure Vorschläge schickt, eure Rezeptvorschläge, eure Kochwünsche, eure Ideen. Weil jetzt haben wir erstmal, nachdem wir über ein Jahr für euch gedreht haben, Sommerpause. Maître Gunnar muss auch in den Urlaub fahren. Maître Gunnar muss sich erholen von dieser anstrengenden Kocherei, weil Kochen ist ja nun mal auch Arbeit. Man hat natürlich auch den leckeren Geschmack von den vorzüglichen Gerüchten, aber man muss es ja auch zubereiten. Darum machen wir jetzt Sommerpause, werden jetzt in Urlaub gehen, werden uns in uns gehen, werden auf die Stimmen, die auf uns zukommen, hören und die in uns einsaugen und dann mal sehen, was wir nach dem Urlaub für euch Schönes zubereiten. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich das original französische Petit Déjeuner für euch zubereiten. Dafür haben wir extra aus Paris ein original französisches Pariser Croissant. Um das zuzubereiten richtig, schneidet man das auf der Innenseite auf. Nicht an der Außenseite, sondern an der Innenseite müsst ihr das aufschneiden, liebe Freunde. Ja, so aber auch nur halb, dass man das dann so aufklappen kann. Ja, das ist ein original französisches Buttercroissant. Ja, und wenn man Buttercroissants nimmt, dann braucht man keine Butter mehr reinzutun. Das heißt, man spart natürlich dadurch auch wieder. Ihr wisst ja, Marzahner sind sparsam. So, jetzt wollen wir hier dieses Glas noch aufmachen. Dazu klopfen wir ein bisschen. Und dann geht das mit dem echten Plop auf. Und dann wird dieses französische Buttercroissant mit original französischer Erdbeerkonfitüre angereichert. Ja, zwischendurch kommen hier immer so blutsaugende Wespen vorbei, die wollen hier auch was abhaben. Die gibt es halt auch in Frankreich, aber ihr wisst ja, wir Marzahner essen gerne selber und wir teilen unser Essen halt nicht so gerne mit irgendwelchen vorbeifliegenden Wespen. So haben wir das schön angerichtet, ihr seht das. Ja, schön der glänzende rote Streifen in dem zarten Buttercroissant, das wird wieder zugedeckt. Immer dran denken, das Glas nach jedem Gebrauch verschließen, damit keine Blätter oder irgendwelcher Unrat in diese Marmelade reinfällt. Weil das wollen wir ja nicht und das schmeckt auch nicht. Ja, und dann Bon Appetit, Mesdames, Messieurs, nos amis. Mmh. Herrlich. Und dazu den Original französischen Café au lait zum Wohle. Ja, liebe Freunde,
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt dran. Nach der Sommerpause kommen wir gewiss wieder. Wir werden gewiss neue Aktivitäten von uns geben, euch bereichern. Teilt dieses Video mit euren Freunden. Schreibt uns in den Kommentaren eure Kritik. Schreibt uns eure Ideen, eure Vorschläge, damit wir wieder nach der Sommerpause für euch auf Sendung gehen. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Euer Maître Gunnar.